Der Winter steht vor der Tür, auch bei uns im nordhessischen Bergland. Die Straßenmeistereien in Nordhessen sind für den Winter gerüstet, haben Salz eingelagert und sehen nach Kräften zu, die Straßen rechtzeitig zu räumen. In den 11 Straßenmeistereien in Nordhessen lagern insgesamt 22.000 Tonnen Salz. Fürs Gesicht, ne, damit man kein Spritzwasser abkriegt und das. Wir gehen hier dran, stellt den um. Da müssen wir unseren Sensor noch dran machen, dass er nicht überfüllt wird. Der Grenzwertgeber. Salz mit dabei laden. Das wird aber nicht im öffentlichen Dienst mehr. Da wird alles rein formal gearbeitet. Seitlich, da ist jetzt unsere Magnesiumchloridlösung drin. Mhm. Und auf der anderen Seite ist der gleiche Behälter in der gleichen Größe nochmal. Und die. Abbiegerassistent, das ist, wird auf den Streuteller geschmissen und die Brühe. Feuchtzeitung, das wird hier in dem Rohr, wird das. Genau. Das kommt dazu. Dazu ist dann verwirbelt im Prinzip, landet am Teller und den Teller kann ich schräg stellen. Um die Breite zu verändern. Ne? Es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt eine Gasse habe, wo ich sage, 2,50 Meter Fahrbahnbreite oder ich habe 3,50 Meter und den Gegenverkehr. Den muss ich auch noch, den will ich ja auch gleich mit abstreuen. Also muss ich die Neigung des Tellers schräg stellen können. Ne? Bis 12 Meter. Das heißt jetzt hier Wege abhängig verteilen. Zack, zack, zack. So. Ein bisschen so, dass wir jetzt alles optimal verteilt. Und um das in Relation ist Hersteller ungebunden, unabhängig. Da hätten wir jetzt 5 Gramm auf 30 Zentimeter ungefähr oder 32,5 oder was das ist. Da haben wir 5 Gramm drauf. So, und wenn wir jetzt das in Relation sehen, was wir verstreuen auf den Quadratmeter und in Bezug auf die Gefrierpizza, müssen wir sagen, dass auf der Pizza die fünffache Menge an Salz ist. Ne? Nur mal so, dass man so ungefähr mal das in Relation setzen kann.